Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum, wo ich in der letzten Folge nicht meine Nacht mit Harley bekommen habe. Unverschämtheit. Und wo wir immer noch Commissioner Gordon retten müssen. Und ich will in die botanischen Gärten. Bitte, ich will zu Pamela. Wenn sie überhaupt da ist. Bitte. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier runtergleiten und werde dann einfach mal angegriffen. Ist das? Das ist auch nicht Hugo Strange, hoffe ich. Auch wenn er so ein bisschen danach aussieht, aber wahrscheinlich ist das irgendein anderer Anstaltsleiter-Typ. Ich weiß gar nicht, ob es Hugo Strange schon in Batman Arkham Asylum gab. Partybefehle. Seid ihr nett oder seid ihr nicht nett? Partybefehle haben natürlich Vorrang. Seid ihr nett? Der Tunnel ist verschlossen. Keiner kann rein oder raus. Alles cool. Nichts ist cool. Joker ist unberechenbar. Seien Sie wachsam. Ja? Glaubst du, er kommt da lang? Keine Ahnung, wo er langkommt. Er sollte trotzdem aufpassen. Ich meine, ihr habt hier lauter Psychopathen auf dieser Insel und ich will jetzt wissen, ob das... Bestimmt nicht. Bist du? Nein, bist du nicht. Willkommen! Batman ist hier! Ich wiederhole, Batman ist auf dem Gelände der Villa! Nee, sieht nicht so aus. Quincy Sharp! Kann jemand hören? Hallo! Ist da jemand? Hallo? Warum versuchst du denn jemanden zu alarmieren? Batman, du bist rausgekommen! Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nenne ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Ja, aber damit, dass er getötet wird, hätte er rechnen müssen. Ich meine, hallo, es ist der Joker. Da komme ich nicht durch, schätze ich mal. Oh, die botanischen Gärten. Bitte lass sie da sein. Mobilsensoralarm. Okay. Soll ich da nicht hingehen? Na gut, das... Mobilsensoralarm. Ja, wahrscheinlich knöpfen sie sich gerade mein... Schickes kleines Autolein vor. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Das würde ich nur ohne dich tun. Beschütze das Batmobil ist das nächste. Okay. Ja, dann bin ich ja gerade schon rein zufällig auf dem richtigen Weg. Kann ich nicht erst in die botanischen Gärten? Bitte. Ins Zuchthaus. Oder will ich gehe gleich ins Zuchthaus? Nein. Ich möchte bitte erst in die botanischen Gärten. Kann ich das nicht machen? Kannst du springen? Können wir eigentlich springen einfach so? Irgendwie nicht. Batman kann nicht springen. Wow. Wahrscheinlich ist die Tür zu. Oder auch nicht. Wer zum... Hey. Ich bin Batman. Mich nicht. Was passiert da draußen? Joker hat die Kontrolle übernommen. Seine Crew rastet gerade aus. Ist der Ort sicher? Ja, ja. Keiner darf rein oder raus. Willst du vielleicht, dass ich mit dir komme? Nein, bleiben Sie hier. Ich arbeite besser allein. Gut.
Ich meine, viel Glück da draußen. Ja, ja, Feigling. Ich würde auch in den botanischen Gärten bleiben. Wenn ich du wäre. Obwohl, draußen ist Harley, hier ist Emila. Die Auswahl ist echt schwer. Na, wahrscheinlich komme ich da einfach noch nicht rein. Batman, du hast mir Angst gemacht. Sie haben Glück, dass ich keiner von Jokers Männern bin. Bleiben Sie hier und passen Sie auf. Ja, mache ich. Ja gut, ich komme ja noch nicht rein. Schade. Aber das wird bestimmt noch kommen. Das heißt, ich habe was, worauf ich mich freuen kann. Dann besuchen wir jetzt erst einmal... Nicht die Joker, ne, nicht die Riddler-Rätsel. Garantiert nicht. Wir besuchen jetzt erstmal Harley an unserem Auto. Hier passiert. Ich kann nicht glauben, dass sie Jackson getötet haben. Hm. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Jetzt. Ja, meinetwegen. Jetzt. Was? Wo sind denn hier die Wachen? Schon seit ich hier bin, wollte ich mit der Fledermaus allein sein. Der Typ hat mich von diesem Gebäude in Waffen bauen lassen. Hm? Ah, da ist er. Gut zu wissen. Wie mache ich das denn am besten? Jetzt sowieso nicht mehr wirklich gut. Ich muss ja erstmal einen Weg suchen. Komme ich mit RB da schon hoch? Von welchem Gebäude hat er dich baumeln lassen? Ich meine, klar. Batman lässt gern mal die Leute baumeln. Hast du irgendwas Wichtiges oder irgendein komischer Depp, den er halt mal hat baumeln lassen? Irgendein komischer Depp, den er hat baumeln lassen. Okay. Gute Nacht. Moment, ich bekomme Leben zurück, wenn ich Leute umbringe. Also nicht umbringen. Batman tötet ja nicht. Aber wenn ich Leute ausschalte, bekomme ich also Leben zurück. Hallo, Harley. Tweedledee und Tweedledum sahen es. Siehst du es auch? Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort hier seht. Es wird fantastisch. Muss Harley? Und ihr glaubt echt, mit so ein paar Stöckchen kommt ihr gegen mein Auto an. Er ist hier! Ja, ich bin hier. Komm schon! Zusammenschlagen! Ich steck dir das Ding so tief rein, dass du daran erstickst! Mach das. Ich werde dich zusammenschlagen! Alles okay, Kumpel? Du wirst da Löcher haben, wo früher dein Gesicht war. Schlag ihn nieder. Das wird dich verletzen. Es hat immer zu viele Penner. Lass mich zu, dass er dich schlägt, du Idiot. So sieht's aus. Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Mein armes Auto! Penner!
Explosivgel kann benutzt werden, um strukturelle Schwächen in der Bausubstanz von Arkham zu zerstören. Warnung-Explosionen können Umstehende verletzen. Sowas gibt ihr mir in die Hand. Ernsthaft. Ihr wisst schon, dass es... Zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Joker hier! Denk dran! Gönne das dem Batmobil dort. Merkwürdig, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Oh, so um eine Spur zu hinterlassen vielleicht. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Wirklich? Sind wir nicht davon ausgegangen, dass er noch lebt? Und was ist das? Strukturelle Schwäche. Sucht jeden Winkel ab. Ich will, dass alle gefunden werden. Hey, ich will eben nicht, dass einer die Party verpasst. Wie benutze ich bin als Gastgeber zu gut. Den Kram? Benutze ich den Kram? Nochmal. Kann ich das bitte benutzen? Warte. Ja. Wie weit muss ich denn davon weg sein? Okay, das reicht. Gut. Jetzt möchte ich aber bitte meinen Batarang wieder haben. Danke. Hallo. Riddler-Trophäe. Joker hier. Lasst mich alle neuen Bewohner von Jokers Anstalt daran erinnern, dass sie einer einfachen Regel folgen sollten. Strafe bei Nichtbeachtung dieser Regel ist der Tod. Keine Wenns und Abers. Wisst ihr, was das Beste an dieser Regel ist? Sie ist ein Garten. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Medical Facility Visitor Center. Okay. Was willst du denn da drin mit ihm? Wahrscheinlich wirklich ins Zuchthaus. Harley im Zuchthaus. Mhm. Sollen ihr damals ein paar Manieren beigebracht werden? Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Okay. Na dann, Vorsicht. Ist schon ganz cool. Das Explosivgel. Aber ich will hier auch nicht ständig im Detektivmodus herumrennen. Dann sehe ich ja nicht wirklich viel vom Spiel. Saß. Zählt darauf, dass du seine bla 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 bla. Eigentlich egal. Kann ich die Tür jetzt entriegeln? Nein, kann ich nicht. Ich denke mal, es ist am besten, von oben zu kommen. Und zwar immer. Da ist man zumindest ein bisschen geschützt. Oder auch nicht. Ja, wir bewegen uns gerade tatsächlich Richtung Zuchthaus. Das war eigentlich nur ein Spaß mit. Ich gehe gleich ins Zuchthaus, aber... Bitte? Dann gehe ich halt ins Zuchthaus. Und bin ganz züchtig. Intensivstation.
Versuchst du gerade mit einem Hammer die Tür zu öffnen oder was? Hallo? Du bist tot! Das tat hoffentlich weh. Alles klar. Was habt ihr jetzt gehämmert? Keine Ahnung. Im Visitor Center. Besucherzentrum. Im Zuchthaus. Möchte die mir also sagen, dass Harley im Zuchthaus ist? Der Zellenblock. Und was ist oben? Verschlossen ist oben. Okay. Wie kann ich diesen Lüftungsschacht öffnen? Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, auch höher gelegene Lüftungsschächte zu öffnen. Aber bisher habe ich ihn noch nicht herausgefunden. Ali! Ich komme und hol dich! Und nimm deine Maske ab. Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. So, bitte wieder aus dem Zoom raus? Nicht? Na, dann halt nicht. Aber, ich weiß auch nicht, warum man das Bedürfnis hat, in die Welt hinauszuziehen, Leute zu bekämpfen. Da sollte sich eher zurückziehen. Gangbang mit Pamela, Harleen und Selina machen. Bisschen locker werden. Wie komme ich denn hier weiter? Kann ich irgendwie was einschlagen? Nein. Ich kann gerade gar nichts machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da gerade was ein bisschen buggy ist. Ich glaube, ich gehe noch mal rein. Das zählt auf, dass du seine Arbeit findest. Ah, okay. Nee, offenbar soll das hier so sein. Dass ich hier nichts machen kann. Sitzen zwei in einer Irrenanstalt.
Ja, ich kann den schon. Zum Geschäft. Ihr fragt euch sicher, wie das werden wird, hm? Das treibt dich zum Wahnsinn, Bats. Du hast wahrscheinlich geglaubt, du könntest dem idiotischen Wächter bis zu dem alten Mann folgen, oder? Tut mir leid. Warte mal. Falls ich dich ausgetrickst habe und ich bin, naja, ziemlich verrückt, was bist du dann erst? Auch verrückt, aber das wissen wir doch schon. Was ist denn eine Tür? Also, aber wie komme ich da hin? Ich komme ja auch nicht in den Besuchermodus. Ich sehe doch die Tür. Aber ich mache nichts. Batman macht einfach nichts. Vielleicht sollte ich hier auch noch nicht sein? Ich begreife nicht so ganz, was hier abgeht. Das wollte ich nicht. Ich wollte der Tabakspur folgen. Oh, die geht nach unten weiter. Also muss ich gar nicht da hinten rein. Sechs unbewaffnete Gegner warten da auf uns. Da drüben ist einer. Ich komme von oben. Alles Gute kommt von oben, heißt es doch immer. Du bist ein Security-Mann. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Klingt endgültig. Nun gut. Hallo, ich bin Anstaltsleiter Idiot. Lasst mich euch in eurem neuen Heim begrüßen. Hier in der Idiotenanstalt habt ihr nur eine Regel. Ihr werdet uns niemals verlassen. Okay. Was ergibt das für einen Sinn für dich? Die Spur führt zu nichts. Ich muss dahin zurück, wo ich Tabakspuren entdeckt habe. Ja. Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen, Batman. Nein, was bringt's dir, hier alle gefangen zu halten? Das kann doch nicht dein echtes Ziel sein. Davon hat er eigentlich nichts, der Joker. Die Herrschaft über Arkham, aber... Glaub nicht, dass das wirklich sein Ziel ist. Paging, ruf an Dr. Howard und Dr. Fine. Dr. Howard! Kann ich die Jungs hier ausschalten von oben? Oder komme ich hier vielleicht sogar rein, ohne den Jungs was zu tun? Das ist ein geschmeidigeren Weg. In die Medizinhalle. Ich glaube, deine Platte hat einen Sprung, Joker. Suchen lohnt sich halt manchmal doch. Ach, das ist eine Fledermaus, die er da ansprüht. Ich dachte gerade schon,
Warum sprüht er jetzt ein Smiley an die Wand? Das wäre eher Joker-Niveau. So kann man sich auch einen Eingang schaffen. Wartungszugang. Bitte warten Sie. Oh Mann. Meine Witze nehmen sie auch zu langsam Joker-Niveau an. Ich will, dass alle Ärzte zusammengezieht werden. Such das ganze Medizingebäude ab. Ich meine das ernst. Durchsuch jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Vor allem die Mülleimer. Wenn ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Ich mag den Joker. Auch wenn ich nicht mag, wie er mit Harley umgeht. Warum genau helfen dir deine Jungs eigentlich noch, wenn du sagst, du tötest sie auf jeden Fall? Also da ist das Riddler-Ding. Da ist auch ein Luftschacht. Ende. Keine Ahnung, ob das der Luftschacht ist. Wir gehen einfach mal durch. Moment, ich schaue mich nochmal kurz um. Okay. Weiter geht's. Nicht in den Ventilator gehen. Verwirrung. Ah. Gut, die Verwirrung hat nicht gewonnen. Ich hab's doch noch geschafft, zur Riddler-Trophäe zu kommen. Und jetzt muss ich nun wieder zurückfinden mit meinem Orientierungssinn. Ich glaube, es war hier rechts, wo ich entlang musste. Ich verwechsel immer die Lass mich. Tasten. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Muss sie retten? Ja, mach das, Batman. Die Dame hat die Stimme von Gordons Freundin aus Gotham. Deren Name mir tatsächlich gerade entfallen ist. Aber ich habe an sich auch kein gutes Namensgedächtnis. Wirklich nicht. Wenn ich Namen nicht immer wieder gebrauchen muss, vergesse ich sie definitiv. Okay. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ich wollte. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Okay. Nein. Ich glaube, wir müssen hier gerade mal ein bisschen Schleiche-Schleiche machen. Und ich muss sagen, es tut mir ja nicht wirklich leid um den Anstaltsleiter. Da ist sie ja selbst nicht gerade unbedingt der Netteste gewesen mit seinen Experimenten und dem Drumherum. Sieht zumindest nicht so aus, ne?
Wand sieht irgendwie sprengbar aus. Ja, ist hier gut, Frau. Ich komme hier bald und rette euch. Das hat natürlich niemand gehört. Niemand. Nein. Ah! Okay, sie haben es doch bemerkt. KI ist offenbar doch nicht so doof. Kommt von der Seite! Kommt auf jeden Fall von der Seite. Dann verschwinde doch einfach. Ich nehme die Tür. Nimm das. Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mehr nach Folterkammer aus. Einmal. Gut, dass ich da zumindest so ein bisschen Übung habe. Niemals. Der andere ist wieder hoch. Und da rennt er immer noch hier unten irgendwo rum. Nun. Ist jemand da drin etwas gestresst? Rast euer Herzschlag? Dann kriegt das schnell in den Griff und stoppt Batman. Sonst kümmere ich mich um euren Blutdruck. Und zwar für immer. Gott, ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Rennen Sie jetzt runter? Komm schon, wach auf. Verdammt, er ist ohnmächtig. Ja, ohnmächtig, nicht tot. Möchte ich gerade mal gesagt haben. Ich töte nämlich nicht. Anders als ihr Jungs. Lasst ihn hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus! Wieso gehe ich gerade wieder runter? Hm, wegen ihm. Nun. Macht schon, Jungs! Holt die Fledermaus mit den anderen von uns runter! Wo bist du? Rett uns nicht! Ah, da drüben bist du. Ich bin an der Tür, hier ist nichts! Wieso kann ich denn jetzt hier keinen Kleidangriff einsetzen? Oh, nerv. Hä? Da oben, über uns!
Glaubst du? Wieso sind denn jetzt wieder drei Leute? So viele waren da eben nicht. Für den Joker ist es auch nur ein großes Spiel. Seid euch wieder auf. Kommt schon. Tut mir den Gefallen. Warum kann nicht einer runterspringen? Sollten Krankenhäuser nicht sauber sein? Hier stinkt's. Beschwert euch beim Anstaltsleiter. Ach nö, der ist ja, glaube ich, tot. Teilt euch auf, seid so lieb. Hm? Natürlich seid ihr nicht so lieb. Du solltest ihn schlagen und nicht dich irgendwo hochziehen. Ja, ja. Meine Fans. Die Nicht-Existenten. Das ist voll unfair. Warum tut bald manchmal Sachen, die er nicht tun soll? Lass mich. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, okay. Ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ja, mach das. Gehen wir mal einen anderen Weg. Hier ist das ja besser. Okay, wirklich anders ist das jetzt auch nicht. Egal. Ich bin sicher, es kam von da. Komm schon. Hi. Ach, zur Hölle damit. Ich wusste nicht, dass das geht. Sauber sein, hier stinkt's. Ich kann's nicht erwarten, hier rauszukommen. Das Krankenhaus macht mir tierische Angst. Ist er immer noch da vorne? Die sind so zweiter. Na klar. Warum nicht? Der ist hier drüben. Dann bin ich nicht. Ich werde dich töten. Was ist denn bitte in der Zelle passiert? Ah, du wirst mich töten. Sehe ich. Sie ist genau vor mir. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ist da ein Dr. Fledermaus im Raum? Ja, ist er. Die
Fledermaus ist tot. Joker hat... Joker hat die Nase voll. Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Okay, ich würde sagen, ich mache hier trotzdem mal eben eine Pause. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.